Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Allein. 7 Days. Allein, wow. Ich wollte gerade irgendeinen Scheiß sagen, Alter. Weil ich gerade auf Handy geguckt habe, wegen der E-Mail stand die ganze Zeit von wegen was in ADAC. Ich so, ADAC, warte was. Ich könnte an ADAC gerade gedacht. Wie schlecht. Lecker. Oh ne, ich dachte ein bisschen. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Es ist so kurz, ey. Mein mittleres Mausrad will jetzt auch nicht mehr so richtig. Tja, dann muss das hier neu holen. Schmeiß sie einfach weg. Nicht. Ich will nicht. Die werde ich begraben, sag ich dir. 13 Jahre. Seit 2013 ist die an meiner Seite. Fast 10 Jahre, ich meine. Ich werde die am Kabel ganz hinten nehmen, so dolle schleudern, wie es geht, bis sie auseinanderfällt. Das ist doch ein tolles Begräbnis, oder? Ja, einfach so auf den Stein damit schleudern. Also. Mann, nee, das könnte ich nicht. Ja, aber wenn sie so auseinanderfällt. Nein, das mache ich nicht. Alter. Ja, ich habe schon meine neue auch schon wieder in Aussicht, falls die mal kaputt gehen sollte. Ja, ich bleibe ja bei Rocket. Steht unten in der Text-Video. Wie heißt das? Doch, Videobeschreibung. Was ich habe, die Rocket Conix CD. Ich habe nämlich gesehen, von Logitech gibt es auch eine, die Form von meiner hat. Ach ja, hattest du mal gesagt, ne? Ja, weil ich immer. Ja, ich, nee, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt, aber ich will halt immer diese Form behalten, die ich halt habe. Ja, ich ja auch. Mag ich halt. Ich habe ja eine große Maus so an sich. Boah. Ich glaube, du auch, ne? Geht. Mittelding, würde ich sagen. Wer eine nagelneu verpackte XCD, Rocket Cone XCD hat, von 2013 oder so, schreibt sie in die Kommentare. Ich kaufe euch die ab. Ich schwöre auf alles. Oder wer noch eine alte PlayStation 2 Fernbedienung hat. Ich kaufe die ab. Halt's Maul, du gibst sie mir ja nicht. Ich weiß, Alter, wo ich... Nein, du kannst sie ja nicht wirklich haben, du ganz ehrlich. Die verstaubt doch ohne im Schrank. Hey, du hattest doch aber mal eine. Ich hatte mal eine, ja. Die ist auch irgendwie denn weg gewesen. Das hat mich übrigens angekotzt, Alter. Ich hab damit immer schön damals die Filme und sowas alles damit gesteuert. Oh, so ein Scheiß. Das war mal richtig geil. Auf der Super Slim oder auf der Slim and Light, wie er heißt, konntest du ja sogar spielen damit. Ja. Du sag mal, also noch sehe ich nicht unsere Zelte da oben. Alter, die Maus! Mach doch jetzt einfach zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Doch, da sind sie. Jetzt sind sie aufgeploppt. Ja, ich krieg's nicht hin mit dem Doktor, ja, okay. Ach, Mann. Ich hab auch schon mal überlegt, die Maus auseinanderzuschrauben. Mhm. Und vielleicht Staub einfach rauszumachen, aber ich habe Angst, dass die dann nicht wieder zusammenkriege. Ja. Oder dann erst recht irgendwie, was wieder nicht funktioniert. Ja. Ich meine, gebraucht gibt es die Maus, aber irgendwie weiß ich nicht. Meine ist auch gebraucht und kaputt. Ich bin ja so einer, am liebsten wirklich so lange, bis es wirklich nicht mehr geht, aber jetzt langsam. Alter, das hab ich damals bei meinen anderen gemacht, ja, Alter, mit dem Mausrad. Was, wenn ich runtergescrollt habe, die jetzt dann auch oben ging und den zwischendurch mal wechseln hat von alleine. Das war super. Ich habe da so lange ausgehalten mit, ja, das. Oh nee. Und ich brauchte das ja damals wirklich, wirklich immer, weil da hatte ich ja noch viel LOL gespielt. Alter. Hier müsste das irgendwo sein. Das Krankenhaus hier irgendwo links. Nee, stimmt. Und Daisy auch. Die ist mal mein Inventar, ist mal hoch und runter. Und dabei habe ich die ganze Zeit nur runtergedreht. Ja, stimmt. Hier irgendwo links müsste das sein. Fahr mal hier links. Warte. Ja, fahr mal hier links rein. Dann, ja, geradezu eigentlich. Nee, warte mal. Warte mal, stopp. Jetzt stehen wir noch hier, ne? Bei 6-4. Nee, 6-3. Naja, gut, ja. Nee. Stehen wir jetzt hier? Auf der Kreuzung, genau. Dann fahren wir hier links. Nee, oder? Hä? Ich raff das gerade nicht. Ja, wir stehen hier. Doch, ja, links, ja. Dann müsste es rechts gleich hier sein.
Das ist da ist es, ja, okay. Hier, ich war hier noch nie drin in dem hier. Was sagt er immer? Ist das mit den gleichzeitig aussteigen, das geht anscheinend jetzt immer irgendwie, ich weiß auch nicht. Guckst du unten und hin? Da ist irgendwo ein Zombie, hörst du das? ABC-Handschuhe? Oh, echt, ja? Ja. Ich würde mich über eine Hose bzw. eine Jacke sehr freuen. Oh, Codein-Tabletten, ja. Oh mein Gott. Ist so Trost und das. Boah. Das ging nicht. Au, und immer Blut dabei haben. Du verlierst ultra viel Blut, wenn du toxisch stimuliert bist. Keine Ahnung. Gedingst oder irgendwas. Blutprobe Schnelltest. Brauch was? Nee. Nee. Was ist denn das für ein scheiß Krankenhaus? Warte mal. Küsse. Achso, die Krankenhäuser sehen immer gleich aus von oben und so, ne? Es war bei dir auf deinem Krankenhaus auf dem Dach auch ganz viele Europaletten? Ja. Ach, schade. Weil ich hab schon mal gesucht, Peter hat doch damals einen namens Viggo erschossen. In irgendeinem Livestream. Blutrünstig, wie die alle gesagt haben. Ich würde gerne wissen, welches Krankenhaus das war. Oh, verdammt, du schießt ganz schön viel. Mhm. Durch die hässliche Fresse von der Alten nicht getroffen hab. Oh! Die stinkt, die Alte. Alte Spalte. Okay. FSK nicht 12. So grantig sein. Wollt nicht so grantig sein. Ich. Ey. Ich will das so nicht. Du so musst. Benutzt. 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 Okay. Oh, nee, ist mein Hitze leer. Heat Seed. Wir haben ja in letzter Zeit viel mit meinem Bruder hier dieses, oh, wie heißt das, Stradu Valley gespielt, ne? Mhm. Laura hat mein altes Headset auf und wenn es leer ist, es piept, und zwar richtig. Es piept immer irgendwie beim ersten Mal piepen mit voller Lautstärke. Okay. Alter, die hat sich so erschrocken, ne? Ich habe das sogar neben ihr gehört, obwohl ich dann noch meine Kopfhörer aufhatte. Ich habe zu ihr gesagt, was war das denn? Ich habe ja auch in dem Augenblick dran gedacht, die so, weil die nicht übel laut gepiept. Lel. Weird. Hat direkt einen Stuhl ins Gesicht bekommen. Einen dicken Eichenstuhl. Eichenstuhl. Oh, wie viele Verbände ich hier finde. Also ich kann nicht mumifizieren. Nicht schlecht. Und mit Leuchtfackeln kann ich auch abballern. Habe ich auch schon so viele gefunden. Hast du die kleinen Snackhäuser da schon gelootet? Ich habe noch gar nichts gelootet. Gerade noch repariert und nachgeladen. Unbelievable. Unbelievable. Ja. Hier sind da wirklich so eine kleine Snackhäuser hinter uns. Notarztjacke mit. Nochmal. Klo-Tabletten. Kochsalzlösung. Oh, was haben wir denn da Schönes? Kochsalzlösung? Eine ABC-Gasmaske. Oh ja, geil. Hat die gar keinen Slot, sag mal? Doch, die braucht auch einen Filter. Dutsche. Sieht auch cool aus. Kannst auch alles anlassen, außer die Sturmhaube. Helm und Brille lässt er auf dabei. Oh, du hast die große gefunden, die schwarze? Mhm. Oh, wie geil. Passend zur Klamotte. Ja. Ich setze mich schon mal wieder in LKW. Ah, oh, jetzt finde ich gerade alles wegen Blutabnahme. Das ist voll geil. Oh, das wollten wir auch mitnehmen. Hätte ich jetzt auch schon. Blutabnahme, ich habe es zweimal. Weil, wie gesagt, ich will von mir unbedingt noch einmal dabei haben. Ich habe, glaube ich, einmal von mir dabei, ja. B-Plus haben wir beide, Gott sei Dank. Ah, nee, du hast nur einen Charakter, ne? Ich habe auch B-Plus. Oh Gott. Ja, genau, und da hat man die letzten Mal eigentlich nur noch Glück gehabt, also. Ja, stimmt. Dass wir mal das Gleiche haben, das ist dann ganz gut. Vielleicht reicht es auch einmal hin, was wir im Auto denn haben.
Obwohl, von wenn wir schon können, können wir ruhig gleich zwei Blutwörter rausmachen. Ja, theoretisch ja. Lootest du irgendwo noch was? Ja, ich bin noch bei den Garagen hier. Hier ist auch noch OP-Zweckaufweise drin. Okay, dann geh... Oh mein Gott! Hat mich das Auto gerade weggeworfen. Wie der war wirklich wie so ein Schmutzlappen, ey. Ja, du bist ja ein kleiner... Schmusier... Leben. Warte, was? Ich geh mal in das große Gebäude rein. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ein grünes Wartezimmer. Ich hab grünes Fass gefunden. Ah. Das muss mitgenommen werden. Ey, wirklich, Alter, was hier alles an First Aid Kits rumliegt, Alter. Junge. Schmutz. Ich hätte gerne wenigstens einen POX-Stift. Brauchst du nicht. Hä, komm mal hier nicht hoch? Komm jetzt hier. Gibt's hier keine Treppe nach oben? Nein. Doch, hier ist was sagen. Aha, was haben wir denn da? Nochmal eine gelbe ABC-Jacke. Oh. Ja, Jacke ist schon mal geil. Jetzt haben wir schon mal fast komplett in gelb. Achso, ich will einmal hier im Spiel Menschenfleisch essen, damit ich diesen Effekt habe. Lachen, ja. Das glaube ich nicht. Du sollst es mit, weil ich gerade sehe, du sollst es mit einem Teddybär angeblich wieder loswerden. Ja, das ist aber noch nicht richtig bewiesen, hat er ja gesagt. Ja, aber ich will es halt herausfinden. Mhm. Will it blend? That is the question. Voll, warum lachst du dann, wenn du Menschenfleisch isst? Hä? Kannibalismus? Keine Ahnung. Ist das lustig? Kommt halt so. Wahrscheinlich. Ich hab deinen Nachbar gegessen. Hä? Ist das ein leicht knarschendes Headset? Ja. Es tut mir leid, aber es braucht ja kurz ein Kabel. Wo ist denn reingesteckt? Tief unten rein. Ach so. Ja, dann. Da ist ja alles gut. Ja, fand ich auch. Das Rausziehen wird nur wieder eklig. Nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, genau. Nicht da, aber ach Gott. Nicht da, hab ich doch gesagt. Ich hab das, kam schon so als Reflex, ey. Aua. Es Alter. Also, so. Es regt. Hälfte rein. Alter. So, ich bin jetzt wieder im Lastkraftwagen. Oh, goldene Laufschuhe willst du auch? Goldene Laufschuhe? Richtig goldene. Jolt! So ungefähr. Scheiße, LKW-Batterie haben wir noch eine zweite dabei. Oh Gott sei Dank. Natürlich. Baby. Ich würde sagen, dann zapfen wir uns gleich mal ein bisschen Blut ab. Ah, nee, das möchte ich erst, wenn wir nach der Zone machen, wenn wir aufgehen. Nach der Zone machen. Der will schon wieder. Wo ist mein Stift? Aufgehen. Okay. Und was? Aber ja, schönes, kühles Bier. Chick. Ah, nick, nuck. Alter, kannst du mich klebeln? Ich bleib dabei. Klebeln? Alter, warum ist das alles so beschissen sortiert? Ich hab bloß Öf, Minion. Dann würde ich auch was rinkriegen, das Fass, wenn das mal hier... Oh, Zombie! Kümmer dich drum. Wo? Irgendwo hinter mir. War aber irgendwo noch ein zweiter in der Nähe von dem, also müssen wir mal looky. Okay, ich lad mal kurz nach. So. Kommt doch her, wenn ihr euch traut. Los, ich bin tot. Ende. Das war das Ende von Kali. I come with the Wamba, and then in the thunder. Sind wir schon da? Gott, ich muss nicht mehr. Warte, was? Ich We muss go, baby. Warte, was? So, mal das ganze Blutabnahmezeug mal reinpacken hier.
Ach du schöne Sache. Janze Karre ist verfriemelt. Janze Karre? Oh. Janze Karre verfriemelt, sag ich dir. So, mir. Da ist die Dings, die Maske. Ach ja, stimmt. Da ist er. Oh, die neue. Vollständige Gasmaske wird seitlich. Vollständige Gasmaske mit seitlichem Filteraufsatz. Als Schutz vor Ladstift, Schadstoffen und giftigen Gasen verwendet. Er müsste ich die eigentlich permanent tragen. Wenn du wieder Drückerchen machst. Also, dann mache ich richtig Drückerchen, sag ich dir. Die eine Gasmaske, ein Gasfilter, wo 4% drin ist, würde ich wegschmeißen. Nein. Nee. Irgendwann kann man die vielleicht auffüllen. Ja. Eine Filterkartusche für Gasmasken, die mit den meisten gängigen Gasmasken kompatibel ist. Kannst du noch deine Codein-Tabletten nochmal auffüllen auf 12 und deine Kohletabletten? Kohletabletten habe ich noch 6 Stück. Codein kann ich 2. Eine. Okay, hier schon mal eine. Wo packst du sie hin? Auf den Boden. Muss ein Stück vorgehen. Ja, nee, Rest kann ich nicht mehr. Alter, die sollen endlich mal hinbekommen. Warte mal, enthält alles nötige Flüssigkeit zu reichen Wörter. Beutel gefällt. ACP nicht, ne. So. Ich hab Motor an die Zombies kommt. Oh! Ich dachte, jetzt kommt die Rakete runter, Alter. Boah! Hat er eingestuhlt. Alter. Das war ein männliches Drückerchen, das habe ich gerochen, Alter. Scheiße. Alter, ich hab mich gerade wirklich erschrocken. Fährst du? Ja, ich will noch schnell mal Stromsparmodus an meinem Handy. Damit der Akku auch hält. Rechts, links? Rechts. Alter, jetzt hab ich mich gerade voll erschrocken, ey. Fuck! Ich wollte gerade eiskalt eine Praline im Höschen, ja? Eine, okay. Muss erstmal wegschütten, das Ding. Ich meine, ich wäre ganz gut geschützt. Ich hätte nur eine Sache anziehen. Zwei rechts. Ja. Rechts. Ja, ich hab's gehört, Ich fahr nur gerne in die nicht reinfahrbare Straße. Warte, was? Links? Und dann? Okay. Schon wieder da hinten. Ja, ich weiß, du brauchst ja nur eine Sache wechseln. Hä? Wie wechseln? Achso, nee, zwei. Gasmaske und Schuhe. Links. Links, da ist es nicht rechts. Dann gehen wir da nicht hin. Es gibt eine Anzeige. Okay, jetzt fahren wir direkt zur Zone. Mehr kommt nicht. Jetzt kannst du ja mal ballern. Ja, ich will mal gucken, was oben im Auto drin ist. Im Auto? Ja, das steht hier oben. Das steht hier? Müsste eigentlich. Wir sind doch von hier aus mit LKW losgefahren nach oben, noch nicht. Ach ja, ihr seid zusammengefahren, ihr beide. Also ihr seid doch alleine, ihr habt doch alleine gemacht nochmal eine große Runde. Ach ja, Runde. Stimmt. Krass, wie der hochkommt, ey. Aber es klingt, als ob er langsamer wird. Ja, schon, aber es hat halt eine Weile gedauert. Jetzt fängt er sich so bei 25. Es sieht nach Regen aus und ne, ja, es fängt gleich an zu. Ach, das ist so eine Ist doch gut fürs Immunsystem. Nicht in dem Spieler bist du sofort tot. Ja, ich weiß. Insta-Dead. War ich ja, ist ja gut. Regen, Insta-Dead. Wie viel Uhr bist du weg? Wenn die da sind, dann irgendwann. Ich weiß es noch nicht genau. Ungefähr? Schaffen wir die Zone noch? Ich hoffe es. Hä, warum ist da eine Motorhaube auf? Achso, Hasarini ist gesendet. Das ist der neue Ton für...
Dieser neue Ton für Dings ist voll komisch. Für E-Mails. Ist doch Ding. Nee, das E-Mails ist das jetzt. Seitdem ich das Update gemacht habe, ist das so. Hat sich die ganzen Töne verändert. Auch bei WhatsApp und sowas, wenn ich irgendwas verschicke und so. Tönt es alle anders. Ich mach mal Cover-RAM auf. Was hast du denn hier drin? Ah, okay, okay. M-Lock. Hä? Ich pack dir noch ein paar Rauchgranaten rein in dein Auto. No. 3, 1, 3. Was habe ich jetzt gemacht? Oh. Hä? Was ist das denn? Das Bild ist verschwunden von der OP-Maske. Nicht schlecht. Wo ist die? Oh, wo soll sie sein? Ich hab's jetzt ins Auto gepackt. Achso. Oben rechts neben den Gartenkalk. 3 Slots ein. Hey, da ist bei mir nichts drin. Ja, es ist auch durchsichtig. Jetzt habe ich es genau daneben gepackt. Wieder neben den Gartenkalk. Tatsächlich. Jetzt ist sie da mit Farbe. Ja. Wow. Oh, nicht schlecht. Einmal auszubilden. Es regnet, guckt nach oben. Zubbeln. Erstmal eine Sprite. Ich wollte auch gerade hier hinten, ist ja ein Fass. Das fülle ich gleich mal in der Fläche öf. Trinke ich komplett aus? Ich mach's jetzt einfach knallhart. Hier ist kein Wasser drin. Doch. Hä? Zeigt er gar nicht an bei mir? Oder weil ich gerade zu weit weg bin? Das weiß ich nicht. Ach doch. Eigentlich nochmal nach oben, oder? Nee, nee. Okay. Warte, ich will nochmal ganz schnell, bevor ich das vergesse nachher, desinfektionieren. Ufbereit, meine ich. Ufbereit mit UF. Ach, wenn ich sehen, sagen, aber die Batterie ist tot bei meinem Auto. Bei beide, selbst die noch drin ist. Hä? Okay. Und, oh, unten ist noch einer. Deswegen hier, okay. Unten ist aber noch eine drin. Die Olle hat eine Zucchini dabei. Was hat die damit gehört? Ich will es nicht wissen. Oh, da könnte ich auch schon wieder was sagen, weil ich heute von so einem Typen gehört habe. Aus dem VW-Werk. Alter Schwede, ey. 2 Zucchinis. Naja, das ging die aber. Die Tomaten-Story! Was? Nein. Es ging um Früchte und was gewisse Personen damit machen können. Mit Früchten? Ja. So mit Gurken. Stopp! Warte mal, ich habe ein Zeltdach dabei, das kann ich ja hier erstmal kurz aufstellen. Da kann das weg. Stimmt. War nicht sogar 2? Und das Fass? Das Fass können wir auch. Oh ja. Ich fahre nochmal zurück. Obwohl, nee, ich stelle das jetzt einfach hier in der Straße erstmal. Ja. Platzieren. Hä? Auch die. Ich nehme die Kampfjacke und Kampfhose auch raus, ne? Und das. Den Helm. Mit Dingsbrille. Bandana. Okay. Hey! Das ist alles meins, was ganz unten ist. Achso. Moment. Das brauche ich ja nachher wieder zum Anziehen. Pack's wieder rein. Ich wusste es jetzt nicht mehr. Du, jetzt stehe ich wegen dir im Regen, Alter. Ich hasse dich. Nur wenn du zu blind bist, einfach mal wieder Klamotten umzuziehen. Wenn das wirklich so schnell gehen würde mit Zelt aufbauen, ey. Ja. Batterielader, wollten wir den hier lassen oder? Scheiße, ich weiß gerade nicht. Vielleicht bei dir oben oder so, ich weiß ja, nicht. Ja, doch, klar, den wollten wir hier lassen, ja. Jawohl, im Endeffekt ist bei dir oder bei mir ist er dann auch egal. Mir ist das Wumpe. Egal. Okay. Hast du hier doch was reingepackt, ja? Naja. Nee, Quatsch, warte. Ich dachte ins Fass, aber ist ja gar nicht. Achso, kannst du offen lassen? Okay. Nein. Damit ich nochmal Wasser rinnen mache. Ich hoffe, du hast dein Wasserfass oben auf dem Dach offen. Öppen. Na, ich hoffe, du hast es offen gelassen. Öppen, ja. Öppen. Öppen. Öppen gelassen. Krieg hier noch einen zu viel hier sonst, ne? Rast hier komplett aus, sag ich dem Minion. Bitte fahren Sie links. Jetzt links abbiegen. Sie haben einen Baum gerammt.
Ja, Auto Ende. Brennt. Ende. Zylinder? Jetzt übertakten wir ihn, Alter. Jetzt kommen wir gleich im roten Bereich. Da, er glüht. Er glüht. Alter. Er glüht. Ne? Ne? Hat er gerasselt bei dir? Nee. Okay. Irgendwie nicht. Vor Gott, da habe ich. Hätte ich nicht gehört. Oh, Alter. Ey, da ohne Witz. Wenn man einen Panzer hätte mit der Geschwindigkeit, wär's geil. Ja. Das wäre echt cool. Das wäre auch in Ordnung von der Geschwindigkeit. Das wäre nicht mal zu langsam. Ja. Ein LKW sollte schon irgendwie, also 80 sollte schon sein. Ich meine, es reicht an sich. Wie schnell kommt der jetzt? 42 oder so, ne? Boah. Das reicht ja eigentlich, aber ja. Aber wenigstens 60 oder so. Ja, das hätte ich auch gesagt. Moin. Moin, Leute. Ich bin's wieder. Nein, 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 doch. Ja, der Detlef ist wieder auf Tour. Achso, wir müssen bei 1900, ne? Oh Gott. Bei 1910 müssen wir rechts abbiegen erst. Oh. Da bin ich noch eins. Mit einem LKW traue ich mich sogar bei dem mitzufahren. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Was? Ja, was? ja, traut er sich. Das traut er sich. Was ist die Waffe S-Fall? S-Wall? 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 S-Fall? S-Fall, ja. Boah. Sniper? Nee. So irgendwie was so ein Schießgewehrkram? So echt S-Fall. So ein eisisches Sturmgewehr? Ich hab keine Ahnung. Weil die sollst du da drin nämlich dolle finden in diesen Zonen. Und ich glaube, die haben wir noch nie gehabt. Oder ich. Nee, ja, die kam ja auch erst neu rein. Ach so. Oder? Ich hab keine Ahnung. Machen Fragen. Machen Sagen Fragen, Junge. So, immer weiter, ja? Ja, ja. 1910. Der will's wissen, der Boy. Oh ja. Was sagt der Sprit? Der sagt unter 3/4. Ach so, aber. Ich hab nicht wo gesagt. Ich hätte auch nur ein Viertel sein können. Ja, unter 3/4 ist er zwischen halb und 3/4 dann. Ja, aber es hätte auch noch tiefer sein können für irgendwelche Spezies, die irgendeine sinnlose Scheiße labern. Ich hätte auch sagen können unter voll. Was denn? Unser Voll halt. Ja, hä? Über 3/4. Eigentlich schon, ja. Ey, warum sind jetzt immer so viele Bullen, Alter? Guck dir das ja an, ey. What the fuck? Ja, so richtige Boy-Group, ey. Ich hab noch einen davon gekillt. Jetzt während der Fahrt, was wäre der Tank, wenn er halb ist? Halb voll. Ja, halb voll oder halb leer? Ja, ich sag immer halb voll. Echt? Bei mir ist das Glas auch immer halb voll und nicht halb leer. Das kommt immer drauf an, also für mich wäre der jetzt halb leer, weil wir ja was wegnehmen. Wenn wir jetzt was tun, wenn wir tanken würden, dann würde ich sagen halb voll. Ja, tanken gehen ist er denn halb voll? Ja, weil man dann ja was dazu packt. Okay. Nicht dann schlecht. Hast du ja, so ja, kann man. Hab ich doch gar nicht so, aber jetzt wo du das sagst. Keine Ahnung, frag nicht. Lass mich in Ruhe. Ich gehe. Nee, ich sag halt immer halb voll. Situationsbedingt. Nein, ich immer halb voll. Ist ja egal, es ist halt drinnen und es passt. Es passt halt beides. Es ist halt. Na gut, ich sag mal so, wie voll ist dein Tank? Halb. Dann sagst du ja auch nicht, wie leer ist dein Tank? Halb. Ja, aber trotzdem, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das so angewöhnt habe, aber. Bist halt ein Kick. Ne? Ich mag dich nicht mehr. Hey, wieso nicht mehr? Ja, stimmt, ja. Ah, nee, Folge 1000 erst. Ja, genau. Du musst nicht mehr. Da streiten wir uns in. Ganz dolle, ganz böse. Ey, das muss die Spekulatius-Folge werden. Das wird die Real-Life-Folge. Aller spätestens. Alter, ey, Junge, das wären jetzt locker noch 7 oder. Nee, noch mehr. Doch 7, 8 Jahre. Hier rechts. Nee.
Und ich wüsste auch schon den perfekten Ort dafür. Nicht den kleinen Wald, der vorher geplant war. Da hätten wir eh nicht viel machen können. Du weißt, wir können nicht weit fahren, ne? Also du versuchst, eine Zulassung zu bekommen. Ach, stimmt, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, über das Ding. Ja gut, dann können wir es halt, müssen wir es halt ohne dem Teil machen. Es war kacke. Nee, du, das wäre nie. Ja, wieso mit Anhänger? Ey, jetzt gerade können wir drüber reden, wenn wir es wirklich jemals bei Folge 1000 machen, da denkt keiner mehr dran. Da haben sie ja mal was bei Folge 412 gesagt. Wieso, ach, mit Anhänger heftig. Können wir es auch wegholen? Ja, hast dahin du einen Führerschein dafür? Du hast doch jetzt einen Anhänger, Digga. Nee, ja, aber kein Anhänger. Nicht. Führerschein für so ein Gewicht, ja, Krams. Ja, mach, hast Zeit. Ich habe auch schon überlegt, echt. Ich darf ja mit deinem Bulli und Wohnwagen auch nicht fahren. Ich weiß. Das hat man das Thema schon ganz am Anfang mal. Ja. Hast du trotzdem nicht. Kick. Das fand ich echt schade eigentlich. Ja. Ich meine, dieser 4150 Kilo oder was weiß ich, was das da ist, Führerschein, der kostet ja auch nicht so viel. Kostet 250 hier bei uns nebenan. Aber die Bock, die Lust dazu zu haben. Ja. Das sind 4 Sitzungen, die ich dabei sein muss. Ja, ich will ja irgendwann noch mal Großmotorrad machen, das ist auch scheiße. Ich müsste ja auch nochmal komplett richtig mitmachen, da habe ich auch keinen Nerv zu. Großmotorrad, das ist teuer. Alter, ich habe für meinen Führerschein damals 890 Euro bezahlt, die kostet jetzt 1000 und 1200, 1300. Ja, im Normalfall haben sie immer gesagt, so ab um die 2000. Das ist neu hier? Wie krass ist das denn? Das ist auch auf der Karte nicht gekennzeichnet. Hier. Wie krass. Nein. Ist so dolle was zu sagen. Ey, schreib's in die Kommentare bitte. Das wäre jetzt mal wirklich. Gut, guck mal, wie oft sind wir hier schon, ne? Das ist das Anfangsgebiet. Ja, ich wollte gerade sagen, hier sind wir ultra selten, aber ich nein. Gerade hier unten in der Ecke. Ja gut, wir sind jetzt ganz unten, ganz eckig. Ja. Ja gut, schwierig, aber schreib's in die Kommentare. Dann kriegt ihr auch ein Lied von Manuel, der singt euch ein Lied dann. Okay, reicht. Oh, hier rechts hoch, guck dir's mal an. Jetzt ernsthaft. Das ist mich mal spannend, Alter, jetzt backt er einfach so nach hinten. Boah, er geht wird schon langsam durch das Scheiß krass schon. Alter, 23, 20, 19, 15, 3, 12, 7, 4, 1, 0. Warte, erster Gang? Nein, nicht neutral. Und bremsen, schalt bremsen, doch um. bremsen. Und versuch mal im ersten Gang. Oh mein Gott. So viel Zeit muss sein. Zweite. Schalt mal runter, wenn du merkst, er wird langsamer. Ja, dann stehen wir ja kurz, aber das ist richtig Arschkarte. Achso. Okay. Oh, er will hoch. Er will noch schneller. Von 8 auf 9 will er springen. Alter, das ist aber dolle steil, also. Ja, das ist echt dolle steil. Boah, der schafft das echt? Das ist steiler als die Dings, als die Rampe, als die Dings, was wir da hatten. Ich hab grad ein bisschen Angst, wenn wir da hinten gucken. Guck mal, seitlich, Junge. Ich weiß, es ist übelst krank. Aber bleibt stabil bei 8. Ah, jetzt fängt er an mit 7. Aber erst war ich angefangen zu lenken. Ah, super. Das ist toll. Ja gut, aber immer noch schneller als die Autos, ne? Ja, ich mach mal ein paar stabil. Ich hab jetzt mal ein paar Screenshots gemacht, so. Ja. Bin mal gespannt, ich hoffe, davon kann ich einen nehmen. Ich habe leider die falsche Taste gedrückt. Krass. Jetzt müsstest du das eigentlich nochmal im dritten ausprobieren, oder? Nee, ach. Auf jeden Fall schafft das reicht mir ja schon. Auch wenn es so im ersten Gang gewesen wäre. Geil. Das ist cool. Ich glaube, dann schafft er alles. Ich glaube, das... Zur Not mit dem ersten ja ganz langsam. Richtig, deswegen. Alter, mach das mal mit einer. Nee. Dann wirst du gerade so auf den Rasen kommen. Ja. Cool, ja, ist doch nochmal was in der Folge passiert. Mir fehlt nur noch 4x4, dann kann ich das auch. Alter. Also an die Zuschauer jetzt, wir sind mit seinem Bulli. Frontantrieb. War schon steil. Und ultra, ultra matschig. Oh ja. Und er hat solche Bigfoot-Reifen heißen die? Ja, er hat so 4x4-Reifen.
genau, 4x4 Reifen, ne? Und wir haben es geschafft, aber... Alter Schwede. Die Tür! Gott. Ja, was ist los? Das war ultra mein Jünger, knapp. Ich weiß. Habe ich auch ein bisschen eingestuft, muss ich sagen. Also, er lebt immer noch. Ich würde es gerne wissen. Nee. Ich hätte gerne gewusst, ob, wie weit es mein Auto geschafft hat. Ich glaube gar nicht mit den Reifen. Naja, obwohl, jetzt ich allein schon vorne diese, wo es in der Mitte so hoch war, da wärst du wahrscheinlich schon aufgesetzt. Ach ja, stimmt, das war ja extrem. Wäre ich mit meinem Bugatti nicht langgekommen, sagst du ja? Nee, da wärst du nicht, nee. Nicht nur mit Schneeketten oder so. Bugatti aber hat Allrad, ne? Alter, Bugatti, Alter, mit, ja, Allrad und dazu so eine Höherlegung für 4x4. Ey, ich glaube, das sieht richtig geil aus. Ja. Das könnte schon geil sein. Wir bleiben stehen bei 2050. Von okay. Da aus gehen wir dann zu Fuß rüber. Rüber. 2050. Okay, jetzt gucke ich mal ganz kurz mit euch zusammen. Wir springen mal ins Jahr 2050. Ping. Ende. Doch, okay, doch, hat tatsächlich Allrad. Ich dachte, er hat einen Heckantrieb, weil die ganzen Bilder und sowas oder Videos, die ich gesehen habe, der ist ja hinten immer übelst sich durchgedreht. Darum dachte ich jetzt zuerst, doch, der hat nur Heckantrieb. Achso, deine Maske, also deine Patronenseite. Die Gasmaske hält 12 Minuten. Oh, ich bin schon. 8 Minuten, 8. Ich bin schon drüber bei 50. Was? Ich bin schon bei 2095. Wo ist die bestimmt in den Kaff? Ja, an die random Zone vorne ist auch da. Dann fahren ja, wir ran, fahren wir ran. Okay. Weil es regnet jetzt auch wieder. Okay. Spitzhacke. Spitzhacke? Spitze! Denk daran, dass wir jetzt auch unbedingt einen Baseballschläger brauchen, ja? Oh ja, stimmt. Habe ich nicht drauf geachtet, aber nee. Ich kotze das so an, dass ich den immer weggeschmissen habe, weil der so scheiße immer war. Ich kotze an, der war nur wirklich schlecht. Aber jetzt macht er wieder Sinn, vor allem wenn er wirklich One-Hit macht. Stimmt. Und in zwei Kombinationen, einmal mit Nägel und einmal mit Stacheldraht. Das werde ich machen, wie mit Stacheldraht. Wow, dann mache ich Nägel. Ich will unbedingt Lucille haben, ey. Ich mache beides. Nicht schlecht. Das wäre geil, wenn man beides dran machen könnte. Das wäre richtig dann, nice. Dann wäre es halber Hit. Dann wären sie schon tot. Du brauchst nur in der Nähe kommen, dann sterben sie schon. Ja, deswegen. Du drehst dich einfach einmal im Kreis und die kippen einfach um. So muttert. Nee, die Random Zone ist nicht. Du solltest nicht weiter wie 1847. Solltest nicht okay. weiter. Oder wollen wir hier nicht? Hier kommen wir schon rüberlaufen, oder? Auch. Ja. Achso, ist das die Random? Ja. Nee, das ist hier die komplette. Die richtige, da wo du hin wolltest. Genau. Okay. Da ist auch gerade Zaun offen, sehe ich gerade von hier. Gut, da einfach vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich da oben. Schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.